Wir sind jetzt, habe ich mir sagen lassen, verbunden mit dem Kollegen Musikredakteur von SWR 3, der am Nürburgring dort ist, wo die Künstler warten. Ich hatte schon zweimal erwähnt, am Nürburgring, wo derzeit das wohl populärste deutsche Rockfestival stattfindet, wurde heute Abend das Festivalgelände geräumt, wie die Polizei erklärte, um einer Terrorbedrohungslage nachzugehen. Dirk, ich hoffe, Sie hören mich. Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Wie nehmen die Zuschauer, die Teilnehmer, die Künstler diese Nachricht auf und was passiert im Moment auf dem Gelände? Also fürs Gelände kann ich gar nicht sprechen, weil ich momentan im Artist-Bereich bin, da wo die Künstler ihre Garderoben haben oder zu Abend essen. Und hier ist die Stimmung natürlich ein bisschen gedämpft. Es ist ja zum Glück nichts passiert, es ist einfach nur eine Terrorwarnung, das ist ja in Anführungszeichen das Gute. Und ja, die Bands sind am Telefon, reden mit ihrem Management, sagen aber alle, ja, wir wissen auch noch nicht genau, also hier wird immer noch ein bisschen entschieden, wir bleiben wohl erstmal hier, weil hier im Artist-Bereich habe auch ich das Gefühl, ist mir erstmal sicher. So traurig das jetzt klingt für die Zuschauer, die draußen sind natürlich, aber Bands wie Rammstein, die jetzt eigentlich aktuell in den nächsten 12 Minuten eigentlich auf der Bühne hätten stehen sollen, die sitzen jetzt hier im Catering-Bereich, recht ruhig, machen jetzt aber auch keine Scherze oder sonst irgendwas, sondern alle warten jetzt erstmal ab, was genau Sache war und ja, harren der Dinge sozusagen. Wie nehmen die Zuschauer, die Teilnehmer an dem Rockkonzert, die ja zu Zehntausenden jetzt das Gelände räumen müssen, die Sache auf, nach dem, was sie hören? Also da wird sicherlich eine Mischung sein zwischen Verwunderung, Enttäuschung und vielleicht auch Wut, dass wegen einer Warnung das jetzt wieder abgebrochen wird. Das kann man natürlich aber auch verstehen. Das ist immer diese Mischung, freut man sich dem Terror und dann diese Nummer mit dem Verständnis. Ich habe natürlich Verständnis vor allem für den Veranstalter, dass man auf Nummer sicher geht. Im wahrsten Sinne des Wortes ist keinem geholfen, dann zu sagen, wir trotzen jetzt irgendwelchen Warnungen. Von daher denke ich mal, wird sich dann auch die Zuschauer so akklimatisieren, dass sie sagen, es war wohl die richtige Entscheidung. Dirk, ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz hat für den weiteren Abend eine Pressekonferenz angekündigt. Da werden wir natürlich auch dabei sein, informieren, sobald wir etwas